Hören Sie, hier haben Sie den Pyjama. Ist Holzweite 41. Riecht nach Juchten. Was entnehmen Sie daraus? Ha? Nichts. Dass es ein gepflegter Mensch sein muss. Die Schuhe, 42. Anlage zum Spreizfuß. Hören Sie? Herr Spess! Moment. Was zu Blut? Zahnbürste. Ist auffallend gekrümmt. Folglich muss der Mann sehr kräftige Backenzähne haben. Herr Spess! Stören Sie mich nicht immer. Der Kult mit Überbangan. Wieso? Weil das Bürstchen rosa ist. Folglich muss er geschwollene Mandeln haben. Na, also, was wollen Sie denn? Was Herr Gilberg ist draußen. Schauen Sie mir das jetzt? Jetzt werde ich ihn überführen. So, gehen Sie doch. Ja? Herr Gilberg, bitte. Sie bringen einen Koffer. Was für einen Koffer? Was soll denn das heißen? Ich bringe gar keinen Koffer. Ja, was führt Sie sonst hierher? Das werde ich Ihnen gleich sagen. Ich verbitte mir ein für alle Mal, dass Sie mich noch einmal durch ein Inserat auffordern, hierher zu kommen. Ach so, Sie kommen auf unser Inserat. Das spricht für Sie. Bitte. Unterlassen Sie die törichten Bemerkungen, ist mir ganz gleichgültig, ob bei Ihnen etwas für mich spricht oder nicht. Dieses Institut ist ja ein Narrenhaus. Bestellen Sie Ihrem Chef, dass ich meine Aufträge zurückziehe. Ja, das wäre für Sie vom größten Nachteil. Wieso? Denn wir wissen alles. Was? Sie waren gestern auf dem Semmering in einem karierten Anzug. Ich sage, da staunen Sie. Da staune ich allerdings. Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause und karierte Anzüge trage ich überhaupt nicht. So? So? Da werden Sie aber... Jetzt hier erst recht staunen. So. Stehen Sie mir nicht immer in den Weg herum. Aber was soll ich denn machen? Warten Sie, bis ich Sie rufe. Na, ist es ja? Sie, Moment, jetzt wird er von mir überführt. Jetzt das. Sind das Ihre Handschuhe? Nein. Sie wie? Und ist das Ihr Pyjama? Nein! Sie haben ja gar keine geschwollene Mandeln. Nein! Das staune ich. Moment. Haben Sie eine Visitenkarte? Haben Sie denn doch gegeben? Aber ich weiß doch... Na, ja, sicher. So. Jetzt wird aber was, Herr... Sind Sie eine Nietzsche oder sind Sie eine Bruch... Bitte, ist das Ihre Visitenkarte? Ja. Aha. Fräulein Werner? Ja? Ja, bitte? Bitte. War es dieser Herr? Nein. Hm? Dann war es ein anderer. Das ist erwiesen. Was ist das zum Wahnsinn? Ja, Entschuldigen Sie. Ihr Haus wird mich nie mehr wiedersehen. Das sichere ich Ihnen. Sehr weit. Der kann es ja gar nicht gewesen sein. Zu möglich. Sonst wäre er doch nicht hierher gekommen. Eklatant. Herr Specht, das wird ja einen schönen Krach geben, wenn der Chef kommt und hört, wie Sie mit unseren besten Kunden umgehen. Bitte, dürfte ich einen Moment bitten? Ich stehe sofort zur Verfügung. Bitte schön. Kompano, hör sofort. Sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie mich vor dieser Dame so blamieren? Vor den Gilberg haben Sie ja die ganze Firma blamiert. Sollten Sie keinen Unsinn, nicht wahr? Ich weiß schon, was ich tue. Und jetzt weiß ich, dass es ein Unbekannter in einen karierten Anzug war, der als Gilberg aufgetreten ist mit seiner Visitkarte und sich als solcher ausgegeben hat. Die Schlinge um diesen Missetäter zieht sich enger und enger zusammen. Und überlassen Sie das mir. Mischen Sie nicht in meine Angelegenheiten. Und gehen Sie vom Tisch herunter und decken sich zu. Ein Skandal. Sitzen Sie am Tisch und lesen Romane. Und Sie brauchen mich gar nicht so einladend anzuschauen. Bei mir wirkt das nicht. Bei mir nicht. Mein Lieber, herein.